Was soll das jetzt hier? Jetzt warte mal ab, ich habe eine fette Idee, wie ich an Geld rankomme. Hi, Giovanni nehme ich an? Ja, genau. Alles klar, hi. Ja, dann kannst du eigentlich schon mal rübergehen, dich ausziehen und ich gehe hier alles vorbereiten. Alles klar. Ausziehen? Jetzt chill doch, beruhig dich mal. Ich habe eine fette Idee, glaub mir. Ich habe einen Megaplan für Jette. Ich will ein komplettes Kino mieten, für sie und mich alleine. Da kann doch keine Frau widerstehen. Aber dafür brauche ich das Geld, was ich mit den Fotos verdienen werde. Was willst du jetzt hier? Jetzt warte doch mal ab, lass dich überraschen. Ich habe eine fette Idee. Wow, 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 wow. Was wird das denn für eine Aktion, Mann? Jetzt beruhig dich mal mit dem hier. Willst du fürs Männermagazin modeln oder was? Nein, Mann, ich mach sexy Bilder von mir. Und dann verkaufe ich die irgendwo. Du hast die doch nicht mal alle, Mann. Was lachst du? Die stehen doch alle auf mich. Die wollen doch diese Bilder haben. Und dann habe ich erstmal fett ausgesorgt. Alter! Giovanni hat sie doch nicht mehr alle. Was glaubt ihr, wer er ist? Ein verdammtes Topmodel! Und bist du fertig? Ja. Alles klar, dann komm. Ja, komm. Hallo, muss das sein? Bro, natürlich, jetzt komm. Giovanni gibt Vollgas, auch wenn sein Kumpel die ganze Aktion eher peinlich findet. Der selbstbewusste Italiener ist sich sicher, dass die Mädels seine sexy Bilder lieben werden. Ich glaube, ich sollte Model werden, hey. Was für ein Leben. Das Talent dazu habe ich. So, Fotos sind jetzt fertig, sind echt gut geworden. Cool, danke. Ja, das macht dann einfach 100 Euro bitte. Ich danke. Dankeschön. War schön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ey, da bin ich nochmal dabei. Ey, Digga, hä? Wo hast du denn das Geld her? 200 Euro. Ja, Mann. Von meinem Vater ein bisschen Sonderstunden, Arbeitsstunden gemacht und das war's. Was hast du vor mit dem Geld, was du mit den Bildern verdienst? Für mich und Jette. Ich habe einen richtig geilen Abend geplant, romantisch, mit allem drum und dran. Ey, die Bilder sind meine Eintrittskarte. Die Bilder sind der Hammer geworden. Naja, bei dem Motiv kein Wunder. Und die Mädels, die werden sie mir alle aus den Händen reißen. Und 20 Euro will ich auf jeden Fall pro Bild. Eine Stunde später. Giovanni versucht, seine Fotos vor der Turnhalle einer Mädchenschule an die Frau zu bringen. Er wittert das ganz große Geschäft. So, hier sollten sich doch die Bilder leicht verkaufen. Ey, Schicka. Ja, was denn? Ich wollte fragen, hast du vielleicht Interesse an ein paar hübsche Bilder von mir? Was für Bilder? Ja, von mir, so ein paar sexy Fotos. Boah, nee, wie viel willst du dafür haben? 20, kannst du ja auch gerne eins aussuchen. 20 Euro, die will ich noch nicht mal geschenkt, danke. 15? Egal. Es ist nicht strafbar, dass Giovanni seine eigenen Fotos verkauft. Aber der öffentliche Verkauf von Waren ohne die Genehmigung der Stadt ist verboten. Wenn Giovanni erwischt wird, erwartet ihn eine Geldstrafe. Hallo. Hi. Sorry, ich habe eine Frage. Und zwar hättest du Interesse an ein paar Bilder? Was denn für Bilder? Und zwar ein paar Bilder von mir. Cool. Ja? Was willst du dafür haben? 20 Euro. Kannst du auch gerne eins aussuchen. Ja, cool. Dankeschön. Boah, die sehen ja gut aus. Ja? Zur gleichen Zeit. Während Giovanni scheinbar eine Kaufinteressentin für seine Fotos gefunden hat, muss Vater Fabio die Belege für seinen Steuerberater zusammensuchen. Beim Kassensturz erlebt er eine böse Überraschung. Das gibt's doch nicht. Da fehlen 200 Euro. Okay. Rechnen wir noch mal. Ich würde das hier nehmen. Gute Wahl, das hätte ich auch genommen. Ja? Ja. Perfekt. Weißt du was? Ich schreibe gleich meine Nummer mit hinten drauf. Ja, mach das. Super, ja. Giovanni verkauft tatsächlich ein sexy Bild nach dem anderen. Bei einem Großteil der Frauen kommt seine ungewöhnliche Geschäftsidee an. €180. Oh, nicht schlecht, aber das reicht nicht. Die Bilder sind ganz gut weggegangen, aber so viel Geld hat's auch nicht gebracht. Mann, ich brauch dringend was Neues, denn ein Kino zu mieten wird ganz schön teuer. Zu Hause kann sich Fabio immer noch keinen Reim auf den falschen Kassenstand machen.
nicht wahr. Das kann doch gar nicht passieren. Ich nehme die Kasse jeden Tag mit nach Hause. Wie soll ich denn beklaut werden? Der Einzige, der an mein Geld gehen kann, ist Giovanni. Aber der hat doch gerade erst 100 Euro von mir bekommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass 200 Euro fehlen. Wenn ich rausbekomme, dass Giovanni die genommen hat, dann Gnade ihm Gott. Nee, das... Den muss ich mal zur Rede stellen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mist. Ja, warte ab. Ich hoffe, du hast mir was zu erzählen heute Abend. Madonna. Giovanni ahnt nichts von dem drohenden Ärger. Er plant sein Date mit Jette. Genau, der Kinosaal wäre für mich und meiner Süßen. Okay, und wie viel würde der ganze Spaß kosten? Was? Geht es nicht ein bisschen billiger? Boah, 450 Euro für das Kino? Mann, so viel Geld habe ich nicht. Aber wenn ich das Geld nicht auftreiben kann, dann verliere ich die Wette. Und das geht gar nicht. Ja, gut, ich melde mich nochmal. Aber wird schon klar gehen, ne? Ciao, ciao. Was? Wo hast du den Schlitten her, Mann? Ah, da macht Giovanni Augen. Aber ich habe auch echt hart für das Auto gearbeitet. Würde sich Giovanni weniger um die Frauenwelt kümmern, könnte er sich das auch leisten. Geil, ne? Ja, Mann, voll. Hab einen Bonus auf der Arbeit bekommen. Dann hab ich mir den Dreck gegönnt. Damit können wir es die ganzen Frauen gönnen. Auf jeden Fall besser als mit deinen Poserbildern hier. Hey. Was haben die eigentlich gebracht? 180 Euro. Boah. Hast du 100 Euro für das Shooting ausgegeben? Ja, verkauf mal deine Bilder. Bro, wenn du schon so eine geile Karre fahren kannst und du auch noch einen Bonus gekriegt hast, dann wollte ich dich fragen, ob du mir Geld leihen kannst. Boah, vergiss es, Mann. Bro. Ich mach mich ab, hau rein. Ey, du Geizer, Mann. Ja, aber damit lässt du mich schon ein bisschen fahren, oder? Nie im Leben, Mann. So ein Geizer. Mann, ich muss irgendwie an Geld rankommen. Egal wie. Mann, ich darf das nicht versauen mit Jette, Mann. Ich muss an Geld rankommen, Mann. Es geht um meinen Ruf, Jova, Mann. Es geht um deinen Ruf. Giovanni steht unter Druck. Er braucht Geld und sieht nur noch einen Ausweg. Hey! Hilfe, Hilfe, meine Handtasche! Scheiße! Mann, was soll ich denn machen? Dennis wollte mir ja nicht helfen. Ja, okay, die Frau tut mir schon leid. Aber Mann, ich brauch das Geld jetzt. Über 200 Euro. Ich liebe Omis. Bombe-Jackpot, Alter. 200 Euro. Die Spieluhr, das reicht. Wird eine Handtasche geklaut, stellt sich häufig die Frage, wie genau der Täter zu bestrafen ist. Man muss nämlich unterscheiden zwischen Handtaschenraub und Handtaschendiebstahl. Bei Raub wird in der Regel Gewalt angewendet und da ist es so, dass die Gerichte in der Regel eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr verhängen. Bei Diebstahl hat das Gericht die Möglichkeit, lediglich eine Geldstrafe zu verhängen und das ist genau das, womit Giovanni rechnen muss. Giovanni schreibt sofort Jette eine SMS, um das nächste Date mit ihr klarzumachen. Zicke. Jette hat nicht direkt abgesagt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich spüre, dass ich sie rumkriegen werde. Wisst ihr eigentlich schon, wie euch an Giovanni reicht? Guck mal, wie er dich behandelt hat. Ja, ich weiß. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen. Ich finde, wir müssen es ihm richtig heimzahlen. Mit dem Racheplan sind wir immer noch nicht weiter. Aber wir müssen irgendwas finden, was seinen Ruf richtig zerstört. Was wäre, wenn wir ihm einfach eine Prostituierte auf den Hals setzen? Wenn es nicht? Nee, das muss schon härter sein. Oh, guck mal, das wäre doch mega peinlich für ihn. Stell dir mal vor, wenn rauskommt, dass dieser super Aufreißer für Sex bezahlen muss. Nee, glaube ich nicht. Okay, nee, wir brauchen irgendwas Besseres. Zur gleichen Zeit ist Giovanni mit den Vorbereitungen für das Rendezvous mit Jette beschäftigt. Hallo, Giovanni Monti hier. Und zwar rufe ich an wegen der Reservierung für den Kinosaal. Und zwar hätte ich das Geld jetzt zusammen und wollte fragen, ob ich direkt zahlen kommen kann. Ich bastle jetzt einen Gutschein für die Kinonummer. So mit rosa und Herzchen und so. Darauf stehen die Mädels doch. Keine Ahnung, oder was ist, wenn wir
uns irgendein Mädchen suchen, was dann behauptet, von ihm schwanger zu sein. Das geht 2 Tage und dann ist der Gag auch wieder weg. Aber wenn wir auch einen positiven Test und alles besorgen? Der muss aber richtig bluten. Frag mal Jette. Die hat doch bestimmt einen Plan. Das ist eine gute Idee. Die hat doch immer gute Ideen. Eins ist klar, ich muss mich an Giovanni rächen. Aber wir brauchen Jette dafür. Sie hat immer die besten Ideen. Guck mal, sie ist ja in der Bar, hat sie doch geschrieben. Wollen wir da nicht einfach mal hingehen? Ja, lass doch hingehen. Okay. Dann komm. Giovanni ist auch auf dem Weg in die Bar. Er will Jette um jeden Preis rumkriegen. Mit dem Kinogutschein in der Tasche ist sich der selbsternannte Casanova sicher. Jetzt kann ihm seine Auserwählte nicht mehr widerstehen. Show must go on. Ja, ey, bist du doch gekommen, wa? Ja, und jetzt? X-Series, voll cool. Kennst du Leonard Metzinger? Der ist Hammer. Oh, gib mir das Ding wieder. Was willst du? Ich habe ein Geschenk für dich. Was ist das? Das ist ein Gutschein für den Kinosaal, für mich und dich alleine. Du kannst einen Film aussuchen. Wir können Zeit zusammen verbringen. Deine Finger von mir. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass ich mit dir alleine im Dunkeln in den Kinosaal gehe. Wieso nicht? Das kannst knicken. Ein ganzes Kino? Zugegeben, die Idee ist nicht schlecht. Aber mir kommt jetzt schon das Kotzen, wenn ich denke, dass ich mit dem alleine im Dunkeln sitzen muss. Kapier endlich, dass zwischen uns niemals was laufen wird. Kapier du endlich, dass ich es ernst mit dir meine. Jette, Mann, was soll ich denn machen, um mit dir auszugehen? Ich mach alles, was du willst. Du sollst mich endlich in Ruhe lassen. Jette, Mann, ich mein's wirklich ernst mit dir. Komm, nimm diesen Gutschein ein. Nein! Lass die Finger von Jette, Mann. Giovanni könnte Sandy wegen der Backpfeife anzeigen. Auch eine Backpfeife ist eine Körperverletzung, die mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden kann. Ohne Vorstrafen wird es allerdings auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Ja, Sandy hat recht. Vergiss es einfach, verpiss dich. Du wolltest doch gerade Giovanni, sagen. Du hast sie doch gehört, verpiss dich. Verpiss dich, geh endlich. Hau ab! So langsam macht es keinen Spaß mehr. Als ich Giovanni da gesehen habe, ist mir echt eine Sicherung durchgebrannt. Aber leid tut mir die Backpfeife nicht. Was wollte der Penner von dir? Kommt da mit irgend so einem billigen Gutschein an, ey, fürs Kino. Der spinnt doch. Ich bin richtig stolz auf Sandy, dass sie dem Penner eigentlich mal eine geknallt hat. Seine Wut rauszulassen tut manchmal echt gut. Was müssen mir diese blöden Weiber die Show versauen? Naja, ich werde nicht aufgeben und noch ein größeres Ding organisieren. Aber dafür brauche ich mehr Geld. Und ich habe auch schon eine Idee. Bro, ich brauche deine Hilfe. Giovanni! Was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du zu mir kommen? Ja klar. Ich bin gerade zu Hause. Wo bist du? Ja, egal. Ich erkläre dir alles später. Kannst du zu mir kommen? Ja, Mann. Ich bin in einer Stunde da, okay? Alles klar. Ciao, ciao.